Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dein Homegirls. Hallo, hallo. Josi. Hi, es sind 32 Grad draußen, gleißende Hitze über dem Asphalt und ich habe immer noch Winterreifen drauf. Ehrlich? Ja. Scheiße, warte mal, ich weiß gar nicht, ist ob ich gewechselt habe. Ist ja auch scheißegal. Wir wollen unseren ganz besonderen Gast herzlich willkommen heißen. Wir haben heute zu Gast Figu Braclevic. Hey. Herzlich willkommen. Und du sprichst es auch noch richtig aus. Ja, natürlich. Hallo, hallo. Hi. Wie geht's? Gut. Ja. Josi, was ist es? Nee, wir haben uns vorgestern auf so einem Festival verpasst oder auf so einem Mini-Beat-Festival in Nürnberg. Und das Einzige, was ich erfahren habe, ist. Sehr gut. Dass die. Helene bekleckert sich mit Melone nebenbei. Dass die Booker enttäuscht von deinem Real Name waren. Also, wahrscheinlich wissen ja viele, dass Figup nicht dein echter Name ist, vielleicht aber auch nicht. Ich bin enttäuscht von seinem echten Namen, Alter. Was für ein Scheiß. Das ist wirklich das Thema, weil klingt halt auch einfach so geil. Und dann waren die so ein bisschen, oh, er heißt Mario. Ganz viele Leute denken, ich heiße Figup. Ich weiß nicht, welche Künstler sich mit ihrem richtigen Namen. Das macht doch keiner. Wieso ist das denn Figup? Wer kennt irgendjemand einen Figup? Nee, aber ich kenne auch dieses Wort nicht. Hat das eine Bedeutung? Ja, es kommt eigentlich von F ab, ja? Mhm. Sage ich jetzt mal, ich will das nicht raus aussprechen. Kannst du sehr gerne aussprechen. Ja, also Fickup, Figup, ne? So ein bisschen. Und das ist so eine ganz komische, lange Story aus der Grundschule. Und da gab es mal so einen Typ. Der Ficker Figup ist eine Story aus der Grundschule. Fickup, Figup. So auf die Art, genau. Und ja, Figup hatte früher so einen bestimmten Anorak. Ne? Nee, also es ist eine Geschichte, die ich mag Nonsens, okay? Ich mag sehr gerne unkonventionell. Und als ich mir den Namen gesucht habe, ich hatte davor mal einen Namen, der war Naturtalent. Und das war das Schlimmste überhaupt, weil das ist so ein Name, genau. Ich wollte halt einfach was haben, wo ich, ganz ehrlich, da war ich 14 oder so, als ich ihn ausgesucht habe. Und man wollte halt irgendwas haben für irgendwie, ja, international dann halt auch, ne? Wenn man Beats macht, so, okay, Nature Talent oder so, das kannst du verstehen, oder Talente Naturale oder sowas, ne? Aber Figup Braclevic kam dann irgendwie einfach so aus dem Nichts, weil ich so ein Side-Project mal machen wollte. Und das ist aber dabei geblieben, weil ich den Namen einfach genial fand. Ja. Aber es ist doch super, dass du auch inkognito sein kannst unter deinem privaten Namen. Ja, das ist doch super. Ich meine, klar, ja gut, auf Wikipedia steht irgendwie alles und so. Ja. Aber heutzutage ist es ja echt schwierig. Was ist denn der schlimmste Rappername, den ihr kennt? Der schlimmste Rappername? Ja. Boah. Früher gab es mal einen MC Mord. Das war schon hart. Wow. Der hat auch wirklich Songs released. Also, Josi, kennst du aus Leipzig noch Chiller Deluxe? Nee. Chiller Deluxe. Oh. Ich glaube, das finde ich tatsächlich ist der mieseste Rapper-Name, den ich je gehört habe. Der war so ein, würde man so sagen, frühe Nullerjahre in Leipzig. In Deutschland hat man ja auch immer so Begriffe benutzt, zum Beispiel Haftbefehl, Blumentopf, Freundeskreis und so bestimmte Sachen, die immer für, gut, Freundeskreis geht ja noch, aber ja, solche Sachen finde ich auch immer so. Aber könnte man sich auch was anderes ausdenken, ne? Aber zu dieser Debatte, wer benutzt seinen eigenen Namen? Also ich benutze auch meinen eigenen Namen als Künstlernamen. Ja. Also es ist jetzt ist wirklich sehr, sehr, sehr nah dran am Real Life. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es cool, sich seinen eigenen Namen als Künstlernamen zu geben? Und fand es eigentlich nicht gut, mir ist nichts Besseres eingefallen, muss ich sagen. Same. Aber deshalb, es gibt, glaube ich, schon eine Reihe Künstler, die unter ihrem Vielleicht normalen wir Namen... Vielleicht sollten keine Künstler sein, wenn wir zu unkreativ sind, um uns einen scheiß Namen auszudenken. Ruf mich an, ich habe 1000 Namen. Also. Ja, wir suchen einen neuen Namen für unseren Podcast. Du hast jetzt 2 Stunden Zeit. Hodenlos, habe ich vorhin gelesen. Hodenlos? Eine hodenlose Frechheit. Eine hodenlose Frechheit. Hodenlos. Das ist ein guter Podcast-Name. Ich habe noch... letztens, ach ja genau, ein Kumpel von mir, der arbeitet in so einer Werbeagentur und der hat mir so ein paar Namen geschickt und meinte so, ja, meine Dienstleistung kostet sonst 1.200 €. Ja. Und da war ich so, ja, da war jetzt nichts dabei, ich will mein Geld zurück. Und da war er dann so, ich will mein Geld zurück, ist auch ein guter Name für einen Podcast eigentlich. Will ich auch. Ich will mein Geld zurück. Naja, also du bist beauftragt, ja. Senior Braclevic, um uns einen neuen Podcast-Namen zu geben. Also ich kann auf jeden Fall bestimmt nachher noch was aus dem Hintern ziehen, so. Namen und komische Namen, unkonventionelle Sachen. Aus dem Hintern ziehen ist auch ein guter Podcast. Echt? Nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee. Also, na gut. Dann sind wir uns halt einfach uneinig. Du warst heute früh schon am Strand, habe ich gesehen? Ja. Wie gesehen? Habe ich auf Instagram gesehen. Aha. FKK-Things. Ja. Also das habe ich nicht gesehen. Ja, das habe ich erzählt. Natürlich auch nicht gezeigt, aber da gibt es bei mir Plötzensee im Moabit hinten.
gibt es einen nicen See. Und wenn man dann früh genug kommt, so um 8 oder so, dann hat man bis 11 voll seine Ruhe und kann da auch ganz entspannt so liegen. Gut. Da gibt es auch tatsächlich einen Freikörperbereich. Aber ich war letztens im... Ist das Ost-Berlin? Nee, ist direkt hier bei mir im Moabit West-Berlin. Ich dachte, in West-Berlin gibt es gar keine FKK-Dings. Ach, bei uns gibt es alles. Moabit. Also wenn ich mit Freunden aus, in Anführungszeichen, dem Westen spreche, dann sagen die ganz oft, dass sie das ganz, ganz krass befremdlich finden, dass bei uns FKK so das, also schon saunormal ist. Wie war das bei dir in der Kindheit? Leipzig. Du kommst ja aus Süddeutschland, so richtig, ne? Also Ost-West-Deutschland oder Ost-Berlin. Der Punkt ist, für mich war das gab es bei uns auch. Also am Bodensee zum Beispiel, ja, ich bin am Bodensee aufgewachsen in der Gegend und da gab es das überall. Ja, da bist du früher immer rumgeschwommen und dann wolltest halt mal gucken, wenn du so 12, 13 warst, ob es irgendwas zu sehen gibt. Aber tatsächlich, also ich habe das immer gehabt. Auf der anderen Seite komme ich ja aus einem teilweise muslimischen Haus, ja. Mein Vater ist aber sehr moderat und sehr liberal, würde ich jetzt sagen, was das alles betraf. Und in dem Fall war das jetzt auch nie so ein Riesenthema. Ich habe eigentlich auch sehr viel Glück gehabt, dass ich eben Skateboard fahren durfte und all diese Dinge. Obwohl es zu der Zeit ja auch einen Krieg bei uns gab, ja, oder kurz vorher. Und seid ihr geflüchtet oder wart ihr vorher schon hier? Also mein Vater war vorher schon hier, der ist mit 19 nach Deutschland gekommen. Okay. Aber du bist in Tuttlingen geboren? Ja, genau. Und ich bin aber später runtergegangen. Ich war wann war das? Ich glaube, da war ich 6 oder 7, also kurz bevor der Krieg losging, war ich unten und habe so beim UEFA-Camp mitgemacht, weil mein Großonkel, der Onkel meines Vaters, war früher mal Nationalspieler und so von Jugoslawien und der hat halt irgendwie seine Connections, der macht heute noch, immer noch mit 71 Jahren, immer noch so ein UEFA-Ding für Kids. Geil. Und ich war damals eben auch bei diesem Ding mit dabei und ich wollte da irgendwie alleine runter. Meine Eltern haben mich runtergelassen und dann ging das halt los und ich musste da irgendwie rauskommen. Also es ging noch bei mir ein bisschen, bevor es dann wirklich losging, bin ich da weggekommen. Aber ja. Und dein Dad, also weil du jetzt gesagt hast, er ist relativ moderat. Ich kriege das schon auch mit von Leuten, die aus dem Balkan kommen, dass sie das schon sehr weird finden, dass wir so freizügig am Strand sind. Na, auch klar. Leute, die gar keine Muslime sind. Aber mein Vater zum Beispiel ist natürlich, habe ich mal gefragt, warst du früher eigentlich in der Moschee? Und sagte, ja, ich bin immer auf dem Dach gesessen, habe die Tauben beworfen. Also, weiß ich, meine, das sind auch immer die familiären Verhältnisse. Bei uns war es so, oder zumindest habe ich das rausbekommen, dass das bei meinem Vater zum Beispiel so war, dass seine Eltern sich sehr früh getrennt haben. Da gab es aber schon 5 Kinder. Und seine Mutter war damals 23 und der Vater hat das damals halt anscheinend so aussehen lassen wie so, ja, die ist schuld und keine Ahnung, er hat halt schnell eine andere geheiratet und sie, glaube ich, blieb all ihre Zeit solo und alle Kinder sind aber rüber zur Mutter, obwohl man besprochen hatte, dass alle beim Vater bleiben, mein Vater war der Einzige, der geblieben ist und dann hat er natürlich darunter auch viel gelitten und so und hat auch schnell gemerkt, dass in der Familie sein größerer Bruder hat ihn immer geärgert, er war immer das dritte Kind, das heißt, großer Bruder kriegt die Sachen, dann kriegt es der nächste große Bruder und dann er und dann die Kleine, die nächsten zwei haben wieder neue Sachen, das heißt, er hat immer so alles aufbrauchen müssen und dann hat er gemeint, so, ich will hier irgendwie weg und dann hat er die erste Chance gehabt, mit 19 nach Deutschland zu kommen. Er war auch ein Fußballtalent und ist dann Bodensee gezogen. Es kommen krass viele Sportler und kamen auch vor allem früher sehr krass viele Sportler aus Ex-Jugoslawien. Das hat Gründe. Wir waren tatsächlich so, man sagt immer so die Südamerikaner von Europa. Ja, klar, stimmt. Und damals. Jetzt auch in der WM wart ihr doch im Finale. Ich war sehr traurig. Kroatien, ja, aber sehr. Gehört der mit ja dazu? Natürlich, also das ist so wie Baden-Württemberg, ja, nicht ganz, aber man kann es halt, es ist halt ein bisschen so auf die Religionsgruppen mehr oder weniger bezogen. Ja. Bosnien ist halt das Muslimische, die Katholiken sind in Kroatien, die Orthodoxen, Christi-Orthodoxen sind in Serbien und dann gibt es halt noch alle Zigeuner, Region Kosovo. Hey, kannst du aufhören, dieses Wort zu sagen? Wir zensieren dieses Wort hier. Ich bin auch einer, was geht? Bist du Sinti und Roma? Nee, nicht Sinti Roma. Dann kannst du dieses Wort nicht sagen. Ja. Also stimmt, aber ich meine das Wort nicht so. Das ist natürlich immer so eine Sache, genau wie Rapper sagen, so, ich mein's nicht so, ist ja Kunstfreiheit. Ist ja ein Rap-Podcast, da kann ich jetzt doch noch alles sagen. Ne? Du bist jetzt hier tatsächlich als Mario. Oh. Da steht Gastfigur drauf. Das stimmt. Verdammt. Erstmal noch zu dieser Nacktgeschichte. Ich habe nämlich immer mega Schiss, wenn ich in Berlin irgendwo in der Sauna bin, dass ich so Leute aus irgendwelchen, also oder so Rapper oder Künstler treffe. Das ist wirklich eine Höllenvorstellung. Ich bin voll gerne nackt und ich bin voll gerne in der Sauna. Aber wenn ich mir vorstellen müsste, mit
irgendwelchen bekannten Leuten, mit denen ich mich sonst irgendwie künstlerisch auf Augenhöhe bewege. Nach Moabit. Wobei, es leben ja auch viele Moabit. Raf Camora und so, die haben ja ihr Studio da, Busy. Moloch. Nach Kreuzberg kannst du, in welches Viertel willst du gehen, wenn du nicht Rap treffen willst? Keine Ahnung. Also ich bin ja echt sehr glücklich in Leipzig, wenn ich einfach rumlaufe wie Hinterletzte, was weiß ich. Ich denke immer mal wieder auf der Straße, oh, der sieht so aus wie XYZ. Aber nicht das Chillum Deluxe, dich mal irgendwo trifft. Aber du lebst in Leipzig, oder wie? Ich lebe in Leipzig. Deswegen bin ich ja auch so viel zu spät, weil die geile Deutsche Bahn mich mal wieder hat. Gestern ist komplett wieder Klima ausgefallen. In 100 Minuten Verspätung hatte ich gestern. Du? Scheiße. Mein Zug ist ausgefallen. Mhm. Dann habe ich einen anderen Zug gebucht. Da habe ich mich aber vertippt. Dann wollte ich den schnell stornieren. Das ging aber nicht, weil irgendwie Regionalbahn und nicht Deutsche Bahn. Und dann habe ich einen anderen Zug gefunden. Und da war tatsächlich alles ganz pünktlich. Bis 5 Minuten vor Ankunft, da standen wir einfach 20 Minuten vorm Bahnhof. So gefühlt 5 Meter vorm Bahnhof sind wir einfach stehen geblieben. Aufgrund von technischen Problemen. Das ist einfach großartig. Ja, das Problem ist, also was mich mittlerweile nervt, ist so, dass die meisten Hauptverbindungen so überfüllt sind, dass ich schon so ein bisschen drüber nachdenke, dass die mal sich vielleicht sowas wie ein Kontingent überlegen sollten. Mhm. Weil in Frankreich machen die das ja so, zum Beispiel, da gibt es dann halt irgendwie 9 Züge, die am Tag von Marseille nach Paris fahren. Und dann hast du zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Preise. Mhm. Also abends und morgens ist es günstiger. Und aber das tagsüber. Hast du hier ja auch grob. Naja, nee, aber du hast halt Kontingente. Das heißt, wenn der Zug voll ist, wenn die Sitzplätze verkauft sind, ist kein Sitzplatz mehr da. Das heißt, du kannst den Zug nicht nehmen. Mhm. Und musst halt dann sozusagen buchen über die Plattform. Und das finde ich schon ganz cool, weil der Zug, mit dem ich jetzt gestern von Nürnberg zurückgefahren bin, war so übertrieben überfüllt. Es war dieser neue 4er-ICE, der hat jetzt 120 Leute pro Wagen, irgendwie anstatt, das sind 90 waren es ja früher oder so. Mhm. Das ist also die 30, die kriegt man auf jeden Fall mit. Und Es stinkt halt wie die Sau so, es ist voll laut, die Leute sind gestresst gewesen. Da war gestern eine Frau, die ist mit ihrem Kinderwagen an uns vorbei und dann war da halt diese komische Gepäcksgeschichte da so. Ja. Und die kam nicht durch und sie hatte schon voll den Anfall so und hat rumgeschrien, ihr Kind hat gebrüllt und sie so, Mann, kann mir niemand Platz machen? Es war richtig heftig, Boah. Also die Energie, die sozusagen einerseits zwischen Business-Travelern, die halt zur Arbeit irgendwie reisen müssen und dann aber auch so Leute, die halt so am Wochenende irgendwie mal eben mit Familie irgendwie fahren, das ist schon ein krasser... Ich hatte Nachbarn im Zug heute, die waren saukacken nervig. Es war echt nicht normal. Es war auch noch der stille Abteil. Oh. Und die waren halt, also ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mir dachte, sowas merkst du dir nicht. Also das waren 2 Ehepaare und die haben sich halt gerade auf dieser Fahrt kennengelernt. Erstmal haben die sich 20 Minuten lang, also die eine Frau war halt super interessiert daran, wie jeder seinen Kaffee trinkt. Das war so, und trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch und Zucker. Und dann war sie so, aha, und dein Espresso? Sie war so, Nein, erzähl mir mehr. Hätte sie so einen mega krassen Fetisch. Und dann hat sie gesagt, ich zitiere, also wir waren in Afrika, da gab es alles mit Banane, sogar Bananenbier. Ich habe dann die anderen alles vorkosten lassen und die haben mir dann gesagt, das hier kannst du essen, das ist wie Kartoffel. Also selbst wenn du schon auf den Kontinent Afrika gereist bist, da warst du doch bestimmt in einem bestimmten Land. Sag doch nicht Afrika. Ich glaube, das erste Gespräch, was wir hatten auf Instagram, da ging es darum, dass du den Rassismus, dem du begegnet bist, in deinem ganzen Leben eigentlich nie mit der Einstellung begegnet bist, dass es Rassismus ist. Erzähl doch mal davon. Ja, das ist zum Beispiel für mich eine lustige Sache. Ich habe das natürlich selber hardcore erlebt. Ich hatte mit 14 schon einen kleinen Pflaumen so, ja. Natürlich. Und war 1,80 groß schon und bin dunkel und zweimal in der Sonne und schon bin ich halt wirklich auch nicht weit entfernt von einer ganz anderen Farbe einfach. Und das Ding ist, dass ich natürlich mit meiner deutschen Mutter so gefühlt wusste ich halt auch irgendwie, was wollen die denn eigentlich so? Die können mich am Arsch lecken so. Und ich habe aber auch wirklich nie, also ich habe mich zum Beispiel, was ich gemacht habe, ich habe das Buch der Chronik gelesen des 20. Jahrhunderts. Das war mein Kinderbuch. Also ich habe einfach immer in diesem Buch geblättert. Das ist so ein dickes Ding vom Stern. Das geht bis 1983, wo ich geboren bin. Und das erzählt einfach die 100 Jahre des 20. Jahrhunderts, ja, so die ganzen Kriegsgeschichten, die wichtigsten Ereignisse und so, die ganzen Bilder. Ich habe mich also damit extrem schon ganz früh beschäftigt, auch geografisch und sowas. Und da ist es halt so,
dass wenn man so immer von vornherein aufwächst und mit 7 dann schon im Krieg drin hängt und auch jeden Abend so zum Beispiel, meine Eltern haben immer geweint und haben nie geschlafen und ja. So, man wird sensibel, man ist ganz anders drauf, weißt du? Und ich habe das nie in etwas verarbeitet, weil ich meine Eltern nie gesehen habe, die auf den Tisch geschlagen haben, weil es ihnen gereicht hat oder irgend sowas, sondern man hat ja keine andere Wahl, als es anzunehmen, was willst du machen? Und ich bin da sehr froh gewesen, dass ich mich da sogar teilweise naiv gegenüber Vollidioten hingestellt habe und sogar manchmal naiv mit denen sogar versucht habe, noch ein Bier zu trinken oder so, um einfach die davon zu überzeugen, so, dass du vielleicht total wrong bist. So. Ja. Und dass es einen gibt, bei dem du dich irren wirst. Und das hat mich immer mehr angespornt, als grundsätzlich halt auch durch Fußball und solche Sachen, immer so Sport gemeinsam, dies, das. Ja. Ich wollte nie mit dem Finger auf Leute zeigen. So. Ja, aber ich finde das voll interessant, weil ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser dafür war, aber du hast ja, also dieses Nichtwissen, was mir da passiert, Nichtwissen, warum ich jetzt anders behandelt werde, warum ich diskriminiert werde, das ging mir tatsächlich bis vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren selber so, dass ich nie gepeilt habe, dass meine Mitschüler vielleicht in mir einfach was so Andersartiges gesehen haben. Mhm. Und dass eben auch Diskriminierung aufgrund von charakterlichen Eigenschaften natürlich trotzdem mit der Herkunft zusammenhängen kann. Voll. Und dass das eben meine auch eigenen, eine Form von Rassismus ist. Meine eigenen Freunde, und ich möchte die jetzt mal hart kritisieren, ja, das meine ich jetzt echt ernst, so viele meiner Freunde früher aus meinem Umfeld, Freundeskreis, haben meinen Vater imitiert. Hey, Mario, Mario, Mario. Solche Sachen, so, weißt du, ich habe das ständig abgekriegt von dem eigenen Umfeld. Also meine Unsicherheit, die ich habe, also diese Außenseite, der ich bin, Musik und so weiter, hat auch einen bestimmten Grund, weil ich halt auch tatsächlich, es passiert was mit dir, auch wenn du es gar nicht wahrnimmst. Ja. Also Jahre später verstehst du es halt irgendwie und davor weißt du es nicht und vielleicht glaubst du es auch halt noch gar nicht. Und das braucht halt schon ein paar Schritte, so, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ich habe so viele Momente in meinem Leben, die ich heute verstehe, wie mich jemand... Voll. Ultrarassistisch eigentlich beleidigt hat oder so und ich noch mit ihm gelacht habe, so, weißt du, ich meine, weil ich vielleicht auch einfach naiv war oder so. Ich habe ihr vor kurzem eine Story erzählt, dass ich einen meiner besten Freunde von früher, dass der halt im Prinzip einen Rechtsruck hatte, so aufgrund seiner Herkunft. Er ist in Brandenburg an der Havel aufgewachsen. Er hatte halt ja seine Eltern und Brüder, Vater und so weiter. Ne? Das ist halt eine ganz andere Generation. Sein Vater ist auch ein bisschen älter, also der kannte dann noch teilweise Krieg und sowas. Und das Ding ist halt, dass ich gelernt habe, so für mich ist das der einzige Weg, jemanden zu überzeugen, ist, ihn davon zu überzeugen. Ja. Also auf ihn zuzugehen und nicht einfach nur von außen auf ihn einzulabern oder eben so diese Situation zwischen, da schreibt jetzt einer über dich und du sagst, ja, halt doch das Maul. Ja, und deine Follower sagen, ja, 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 yeah, super. Und die ganzen Leute, die das lesen, sagen, ja, guck dir mal den an. Das bringt nichts. Man muss also aufeinander zugehen und den Clash, man muss sich wehtun, man muss die Dinge, vor denen man Angst hat, die man sich nicht reinziehen lassen will. Diese Story, wo ich jetzt hier mit diesen Wohnwegen und so, ne, dass man halt sowas sich auch mal anhören muss und mit jemandem im Raum sein muss. Also es gibt Grenzen, ja, es gibt Grenzen, aber die muss man sich selber dann auch ausloten und sehen, weil mit Mördern und sowas will ich jetzt auch nicht, oder Kinderschändern. Was für eine Story mit Wohnwegen, das habe ich nicht auf dem Schirm. Achso, ein Freund von mir hat mir erzählt, wie es normal früher war, da im ehemaligen Ostteil, am Wochenende oder wann auch immer unterwegs zu sein mit den Eltern und Brüdern, die ihn eingesackt haben, um als Köder zu nehmen, um sozusagen Asylanten, ja, an Wohnwegen, also so Trailerpark-mäßigen Wohnwegen, die dann früher ja nicht in Brandenburg leben durften, sondern irgendwo weiter außerhalb, irgendwo im Waldgebiet. Dann sind die ja hingefahren und dann durfte er die halt schon mal ärgern, dass ihm irgendjemand hinterher rennt, in die Richtung, in die Klauen sozusagen von den Brüdern, die da mit Baseballschlägern und so weiter warten, die dann verprügeln und dann noch mit einem Molotow-Cocktail den Dings anzünden, dem noch so sagen, verpiss dich, hau ab von hier, und sich totlachen und dann noch ein Bier trinken gehen. Oh mein Gott. So. Und das habe ich mir reingezogen und der hat noch dabei gelacht, so, weil es halt für ihn er hat sich halt so erinnert, so, wie krass das war und so. Und ich, natürlich, weißt du, Gänsehaut pur, ne? Aber das sind so Momente, wo du dann als Haji Sufovic da sitzt und ich merke halt so, fuck, der weiß gar nicht anders, der weiß einfach nicht, wie es anders ist. Und alles, was der sagt und tut und macht, sind eigentlich nur Vorwürfe, also Vorbehalte, Dinge, die der überhaupt noch nie erlebt hat. Und da ich jetzt ein netter Typ mit ihm bin und ich ihm auch zeigen kann und jetzt bewusst auch noch korrekt und nett zu ihm sein möchte, selbst wenn ich weiß, was er da tut, das überfordert ihn, verstehst du? Und dann muss der irgendwann klein beigeben. Weil, was soll er machen? Entweder rastet aus und
verliert komplett die Fassung, ja, und tut mir irgendwas an und ist dann aber weg. Oder er checkt es halt und sagt, damn. Und ich habe das gehabt mit dem, er hat es immer N-Wort-Musik genannt, was ich gehört und gemacht habe. Eines Tages, weil ich war bei ihm, wenn ich bei ihm war, habe ich mir Rechtsrock angehört. Ja, ich würde mal hören, was ist das für Musik? Was ist Störkraft und so weiter? Ich wollte es wissen, Lanzer und all diese Dinge. Ich wollte wissen, was machen die für Musik? Weil diese Bands haben bei uns teilweise Auftritte gehabt, ja? Scheiße. In der Gegend. Und wenn das sich dann auch noch mit so Rock und Kutten und keine Ahnung vermischt, ja, sodass es nicht ganz so Skin ist und nicht ganz so richtig durchsichtig und dann sind die ja eher alle so Neo, das ist dann eher so aufbezogen, ja, wir sind ja nur antikapitalistisch und wollen den Kommunismus zurück. Klar. So, das ist ja so das, mit dem sie ja heute kokettieren. Rechte, die den Kommunismus zurück wollen? Ja, das ist schon hart. Weird. Ja, aber das Ding ist halt, dass das sich natürlich, weißt du, so, du hast erst das eine System, ja, ja, und dann hauen sie dir ein zweites System drauf, in dem du halt irgendwie jahrelang lebst und komplett indoktriniert wirst. Ja. Ich finde es ja krass, dass wir in Deutschland es geschafft haben, doch irgendwie nach wie vor, also doch, dass wir keinen Bürgerkrieg gekriegt haben. So dumm es jetzt klingt, ja? Ich kann das voll, erinnert mich total an die Storys aus meiner Jugend so. Ich bin halt auch am Stadtrand groß geworden, wo es halt so Problemviertel gab und wo ich blöderweise schneller mit, irgendwie so jungen Nazis in Kontakt gekommen bin, ohne dass ich das irgendwie wollte. Einfach durch so Schulfreunde, die dann irgendwie in einen neuen Freundeskreis reingerutscht sind. Und also nie, dass ich, also mir war natürlich völlig bewusst, dass das alles komplett falsch ist, was da abgeht. Ja. Und trotzdem war ich in so einer ganz kurzen Zeit, so einer Kennenlernphase, da irgendwie mit drin und musste dann also erstmal da auch wieder ich kann das voll nachvollziehen. Ich hatte auch als Teenager so eine Phase, wo ich mit so ganz weirden Leuten dann im Nachhinein denke ich mir so, ach du Scheiße, Alter, das waren voll auf jeden Fall Nazis. So. Also es schon ist scheiße heiß hier drin, Alter. Es ist so, es ist unglaublich. Gerade schon mein, warte, falls jemand das hört. Ja, scheiße, war fast schön, mein Fächergeräusch. Wir fangen wie immer an mit einem smoothen Block. Wir haben Pink Sweats mit Honesty. Schon wieder einer dieser Tracks, den ich in meinen Instagram-Stories als gesponserten Beitrag vorgeschlagen bekommen habe und mir dachte, geile Scheiße. Ich fuck das ja so ab, diese gesponserten Beiträge. Fand ich killer. Ich gut. Auch. Ich was? Find sie Echt? Ich finde das alles nervig, Mann. Nervt mich auch. Sorry, ich habe schon so oft geile Musik darüber gefunden. Früher war das so, sorry, auch das nochmal an alle, ja. Franchise, warum? Das für ein Arsch. So, früher haben wir, hört euch den Song Exklusivinterview von Max und Afrop an. Man hat früher den Leuten wie euch, sag ich mal, wenn ihr was Falsches berichtet, dann redet man einen Monat nicht mit euch. Genauso wie Jan Delays auch gesagt hat, das war früher so. Und man hat so ein bisschen mehr zusammengehalten auch in das alles. Und das ist halt heute so. Hä? Aber was hat das mit den Marken zu tun? Ha? Was war jetzt der Bezug zu den Marken? Zu den Marken, ich meine, dass halt im Prinzip jeder sich heute krass halt sponsern lässt, so von Automarken bis keine Ahnung was, ey, wo ich mir denke, was hat das mit Hip-Hop zu tun? So? Was hat das mit dem, was du vermitteln willst, zu tun? Ja, das naja, Hip-Hop ist ja nicht immer die Vermittlung von irgendwas. Hip-Hop ist ja teilweise aber auch einfach du weißt, was ich meine. Also es geht doch einfach nur darum, dass wir doch jetzt auch, dass Red Bull und solche Leute, ja, soll ich den Namen hier nennen, aber dass diese Leute halt auch im Endeffekt ja die Elite sich kaufen und zurechtstimmen und auch noch sogar das Level bei diesen gewissen Leuten so anheben, dass der Normale ja gar nicht mehr hinterherkommt. Das ist ja mit du vielen lässt Sachen ja so. Nichts schenken. Also außer zum Beispiel die Bauchtasche, das heißt es von Freunden von uns, die haben wir ja auch bekommen, so ist natürlich ein nices Label. Die Nym hier? Nym, ja. Ja, auf jeden Fall, eine Beste. Ich sehe das ja manchmal mit AST oder mit IMDb oder so. Weil ich kenne ja Diane ziemlich gut, die IMDb. Ich hatte die damals gebucht zur East-West-Session, bevor sie ihren Hype da hatte. Und die ist halt ständig gebucht für irgendwelche 15-minütigen Gigs für L'Oreal sowas oder Mercedes-Benz in Singapur und solche Sachen. Ne? Und okay, da gehe ich voll mit, weil das finde ich nämlich auch weird, dass der Künstler eben nicht mehr Künstler ist, der seine Gigs spielt, wo eben die Brands möglicherweise irgendwie ihre Sachen platzieren, sondern dass die Brands sozusagen auf ihren weirden Influencer-Events dann Künstler haben, die dort spielen. Aber hey, es bringt den Künstlern sehr oft was. Ja, natürlich, klar bringt's, aber das ist ja der Punkt so, der Erste, der es macht, der hat was davon. Früher haben es alle nicht machen wollen und jetzt gibt es irgendwie so, alle müssen das machen. Das ist genauso wie Content. Run-DMC waren doch auch Adidas gesponsert. Aber die haben einen Song gemacht und Adidas kam dann auf die zu. Ah, okay. Verstehst du? Weil die den Schuh so getragen haben, wie sie ihn tragen wollten und das erst gemacht haben dazu. Okay. Also der Künstler hat selber die Power gehabt und hat erst dadurch das dazu
da reingebracht. So. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Und jetzt ist es heutzutage ja so, ey, wie viele junge Künstler fragen mich, wenn wir mal einen Song machen, eine Single, vielleicht mit einem Video, ob wir das bei einem Magazin als Premiere reinhauen. Wo ich mir denke, so, warum willst du das denen schenken, nur damit du mehr Aufmerksamkeit bekommst? So. Ja. Ist schade, dass es heute so ist. Ja, ja, weil das gut, ist doch, weil Aufmerksamkeit ist Reichweite, Reichweite ist Geld. Ja, das Bohlen ist halt irgendwie heute, finde ich einfach nicht mehr so schön. Das ist nicht mehr so das, was... Weiß nicht, so, das ist ein bisschen zu predictable, weißt du? Ach, ich glaube tatsächlich, dass es sich einfach nur ein bisschen verändert hat. Ich denke, dass das früher nicht groß anders war. Was hast du? Sag, hast du einen guten Deal? I wish. Du redest gerade so, meine Sponsoren dürfen das nicht mehr. Nein, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber weißt du, was ich denke? Ich denke, dieses Sellout und Arschverkaufen, das gab es halt früher auch zu MTV-Zeiten. Weißt du, dass man gesagt hat, man schenkt MTV halt alles. Und jetzt ist es eben, man schenkt es den ganzen diversen Plattformen. Gut, vielleicht ja, aber es war trotzdem noch Music Television und es gab sozusagen mehrere Plattformen auf diesem Music Television für Rock, für also ja. Was ist denn heute los, ey? Spotify Playlist, es gibt ja nicht, jetzt kommt so Petition für Deutschrap Untergrund Playlist, als wollen die sowas noch rausnehmen oder was? Ich meine, wo leben die denn eigentlich? Ich bezahle 10 Euro pro Monat, dass ich meine eigene Kohle, also es ist, dass ich 0,003 Cent bekomme pro Song. Ich kann es ja sagen, es ist für ein Arsch, Alter. So, es ist nicht cool. Die schreiben immer noch rote Zahlen und da kommt ein Investor nach dem anderen, der die füttert und die ganze Welt läuft zu Spotify Playlisten, Chartplatzierung. Voll für den Arsch, wenn die erstmal richtig schwarze Kohle machen, schwarze Zahlen so und die Leute auch richtig bezahlen dafür, sodass es Sinn macht. Weil verglichen mit dem Markt von früher, auch wenn ich daran nicht teilgenommen habe, haben die Leute früher wirklich mit Geld gespielt und Geldsummen zu tun gehabt. Mhm. Während das heute noch Leute machen über Brands. Ja? Und nicht mehr, also das hat für mich einfach Hand und Fuß verloren und ich finde, dass die Künstler leider ganz, ganz, ganz schlimm dran sind, weil sie sozusagen, die Fußballern fand ich das immer schon hardcore, wenn die dann so ihre Umbro und keine Ahnung, von Marken am Nacken hatten. Ja. So, das wird der Rapper auch bald haben. Und der macht es eigentlich auch schon so. Schön. Der hat es die halt anders um die Ohren. Und ich finde das nicht so geil. Ich muss es echt sagen. Ich finde es auch cool, wenn eine große Plattform mich supportet. Ja? Ja. Oder wenn ihr mich anruft und fragt, hey, würdest du das machen? Ja, so. Wir sind schon eine krasse Sellout-Brand. Also sind hart. Es geht nicht um, man macht ja auch, du kriegst man gibt auch sehr auch viel gerne. Geld von uns. Ich weiß übrigens richtig viel Geld. Ich habe es aber auch, ganz ehrlich, ich bezahle das Geld aber nachher zurück, damit auch genug Klicks erreicht werden. So, weißt du, also. Ihr kriegt das wieder zurück. Gott sei Dank. Es ist ja aber genau das Problem. Du bekommst über Streaming nicht mehr genug Geld oder über den Musikverkauf und versuchst dann halt irgendwie um Kohle zu machen, also Produktplatzierungen oder trägst halt irgendeinen Scheiß oder so und holst dir halt darüber so ein bisschen Geld zurück, um damit weiter Musik zu machen. Das ist natürlich beschissen. Es ist noch schlimmer, wenn ich ja so dran denke, dass es so Webseiten gibt, die heute bietet man dir für jeden Schrott und für Sachen, wo man früher sich gesagt hätte, nie im Leben. Also da denkt man nicht mehr drüber nach. Dass man heute so sagen, es gibt ja erstmal jetzt genug Blogs. Blogs sind halt Blogs, ja, okay. Ich unterstreiche, dass es auch Journalisten sind und so. Aber so und so kann man nie wissen. Jetzt gibt es aber Webseiten, die sozusagen sagen, wenn du als Künstler vom Blog angeschrieben oder irgendwas auf dem Blog präsentieren willst, früher haben die Blogs einfach genommen, was du gemacht hast. Heute musst du ja alles hinschicken und alles irgendwie hier zeigen und hier, das ist mein Charme links. Und so eine Sachen, ne? Also ich finde das voll komisch. Und diese Sachen, dann gibt es dann jetzt halt so andere Webseiten, da kannst du dir Credits kaufen. Ja. Und dann gibt es dann Blogs in verschiedenen Wertungen, wie groß der ist, hart. Vom Tonspion bis Blogrebellen oder sonst was. Und hast dann zum Beispiel 3 Credits für einen Tonspion. Und dann garantieren die dir halt, dann sagen die dir, wenn du diese Credits einlöst, dann wird sich jemand auf den Song und auf deinen Beitrag melden. Das heißt, die Garantie. So, jetzt kann da jetzt ein Bot sitzen, der auf jeden verdammten Scheißdreck einfach antwortet und wir haben das gemacht mit einem Projekt, einfach mal zum Spaß und haben dann 7 Blogs bekommen und 7 haben auch geantwortet und alle haben so 5 Sterne gegeben für den Song. Alle haben gesagt, hey, dieser Song ist außergewöhnlich gut, bam, bam, bam. Aber dann kommt ein Kritikpunkt, der letzte Satz ist dann so, ja, uns ist der Song leider ein bisschen zu lang, zum Beispiel. Oder wir finden, da fehlt so ein bisschen das Solo. Also irgendeine dumme Kritik an den Künstler, die könnt ihr euch sparen, Alter. Ja. Weil wer sind wir? Wir sind nicht legal, warum? Und dann kommt so eine Kritik und dieser eine Satz, da geben die dir das Gefühl, voll geil, voll super, aber es kommt leider nicht.
Und dafür zahlst du Geld. Also keiner von den 7 Blogs hat diesen Song nachher gespreadet. Aus dubiosen Gründen, die sie uns angeben, weil sie es feiern wie die Sau und dann eine Kleinigkeit. Aber ist zu lang. Ist wieder zu lang. So, zum Beispiel. Sowas. Und da denke ich mir halt so, Leute, das kann es nicht sein. So. Also, und das ist doch, wer garantiert mir denn, dass das ist denn der Tonspion oder Blogrebellen oder auch immer, wie auch immer, dass da wirklich jemand sitzt und das alles abarbeitet, wo 10.000 Leute wahrscheinlich am Tag, das kannst du mir nicht erzählen. Und, Auch was verdienen dann sozusagen diese Blogs daran, ja? Was machen, die machen dann Geld damit sozusagen, dass ich dem eigentlich Content gebe. Ja. Und da hört es für mich halt jetzt echt einfach auf. Das ist ja auch das Problem mit Social Media, dass die Reichweiten überall zurückgeschraubt werden, die Algorithmen so gestreut werden, dass du im Prinzip nur noch Anzeigen schalten musst, damit du wirklich Reichweite generierst. Aber wenn wir schon mal beim Thema sind, liebe Leute, folgt Figu Pratzlötz auf Instagram und natürlich auch. Checkt unsere Spotify-Playlist und da packen wir noch 2 Songs drauf oder 3. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann noch Father and Son von Figu Pratzlötz im ersten Block. Dann haben wir No Better von Ravina und Blind Man von Xavier Omar. Geht rüber in die Spotify-Playlist oder in die iTunes-Playlist oder in die Deezer-Playlist oder hört einfach weiter, wenn ihr bei Mixcloud hört. Was haben wir noch? Bei YouTube. Wir haben unseren Arsch überall hin verkauft. Ja, ganz genau. Ganz schlimm. Bis gleich. Liebe Freunde, wir sind zurück. Hey. Und kann ich noch so einen Goldbär, so einen sauren? Ja, die sind geil, ne? Die sind jetzt doch geil, ja. Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Einen nehme ich auch. Wir 2 Veggie-Mäuse, warte, erstmal. Erst sie, die Dame zuerst, du weißt. Danke. Wir 2, da ist ja Gelatine drin, wir dürfen doch eigentlich gar nicht diese dämlichen Gummibärchen essen. Mhm. Gelatine, machen die das heute noch? Echt? Ja. Immer noch? Heißt das Gelatine oder Gelatine? Gelatine. Gelatine. Echt? Da sage ich das schon mein ganzes Leben lang falsch. Gelantano vielleicht. Vielleicht, Adriano, ich möchte auch gerne noch eins. Ganz kurz. Wir brauchen da hier wieder diese. Ja, wirklich. Alles Mögliche drin. Scheiße. Wir brauchen diese Joghurtgums. Da ist keine Gelatine. Aber die finde ich nicht so geil. Es ist auch eh alles nur Müll, was wir in unsere Hälse stopfen. Das stimmt durchaus. Aber schlimmer apropos ist tierischer Müll. Ja. Aber ich habe jetzt echt eine Story. Wir haben eine neue Kategorie, deren Namen bis jetzt Kurioses aus der Wissenschaft ist. Aber Figup denkt sich gleich was aus. Ja, genau. Noch. Einen viel, viel besseren. Weil ich muss erstmal runter. Gummibärchen. Es geht um Folgendes. Warte, erstmal so Jingle. Warte, wie geht das nochmal von Kurioses aus der Wissenschaft. Der ist direkt so gekauft, der Jingle. Jetzt gerade ausgedacht, liebe Freunde. Ist es nicht unglaublich? Es geht um Stammzellen. Es geht darum, dass Stammzellen jetzt vermehrt werden. Das ist ja noch keine Neuigkeit, aber aus diesen Stammzellen werden Herzzellen gezüchtet, um die Verletzungen, die bei einem Herzinfarkt entstehen, zu behandeln. Jetzt wurden bei Schweinen leichte Herzinfarkte in Kanada bei einer Studie forciert, sodass diese Verletzungen auf dem Herzen eben hatten. Und dann wurden an diese Narben von den Herzinfarkten diese Stammzellen beziehungsweise diese Herzzellen injiziert. Und am Anfang lief das voll gut. Und dann hatten die halt krasse Herzrhythmusstörungen für viele, viele Monate. Und an dem Moment sitze ich so da und denke mir nur so, wann fängt dieses Gott-Spielen eigentlich an? Weil vor einer Woche habe ich nämlich was anderes gelesen, wo ich mir dachte, wow, das ist unglaublich und so toll. Es wurden jetzt erst die ersten 2 Babys geboren, die durch eine Gebärmuttertransplantation eben einen Raum in einer Gebärmutter bekommen haben und gesund geblieben sind. Eine der 2 Frauen, die ein Kind geboren hat, hat die Gebärmutter von ihrer eigenen Mutter bekommen. Und da dachte ich mir noch so, geil. Finde ich mega. Gebärmuttertransplantation finde ich voll, bin ich voll am Start und finde ich voll gut, dass Frauen, die eben ohne Gebärmutter geboren werden, diese Möglichkeit haben. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich wusste es jetzt auch nicht. Ja, das ist tatsächlich oder Defekte was sehr Neues. Ich meine, das wäre natürlich voll krass, wenn wir durch unsere eigenen Stammzellen, die wir möglicherweise aus der Nabelschnur haben einfrieren lassen, als wir geboren wurden,
dann Herzzellen züchten können und eben unseren Herzinfarkt danach 1000-mal besser behandeln können, ist ja prinzipiell eigentlich eine geile Geschichte. Aber erstens, was soll das mit den Schweinen? Und zweitens, denen wurden dann künstliche Herzinfarkte. Also die wurden dann, genau, ich glaube, den wurde dann durch Strom wurden dann Herzinfarkte ekelhaft forciert, ja. Aber am Ende des Tages, stellt euch vor, keine Ahnung, jemand, den ihr sehr gern habt, hat einen Herzinfarkt und der könnte dann durch diese Forschung am Schwein überleben. Ist das dann okay? Ich weiß nicht. Wenn man jemanden am Leben halten sollte oder zurückbringt, dann aber auch nur in gänzlicher Form. Verstehst du, was ich meine? So mit so halbem Herzen und so halb an einem Bett oder in irgendeinem Rollstuhl, nur damit jemand noch irgendwie bei dir ist. Fuck that shit. Ja, aber wenn der Mensch so das selber so entscheidet... Ja, natürlich. Wenn jemand das unbedingt will, ist ja klar. Aber ich finde, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wenn wir jetzt alle Toten wieder wiederleben, also auferwecken, was haben wir denn davon? Ja. So wie wenn ich jetzt erklären müsste in 5 Minuten, was ist der Sinn des Lebens so? Es ist einfach eine unlösbare Aufgabe so. Und ich finde, wenn du sagst gerade vorher, wann fängt es eigentlich mit Gottsein an? Ich sag dir, wann es angefangen hat. Und zwar dem Tag, als der erste Typ seine ersten Gräser besteckt hat oder bestellt hat, ja. So sein erstes Feld. Der erste Dude, der gesagt hat so, oh, ich bleib hier gefällt es mir und ich kultiviere jetzt die Pflanzen. Ich bringe die Pflanzen zu mir, da muss ich gar nicht so weit laufen. Hm. Und weil die halt Alkohol und sonstige Sachen hatten und da fängt die Zivilisation an. Wir müssen da, also wenn man über Mensch redet und solche Sachen, muss man da so weit erstmal zurückgehen, vielleicht das alles erstmal verstehen, um zu gucken, dürfen wir überhaupt über sowas reden? Dürfen wir überhaupt so verrückt sein? Also nicht reden, aber sind diese Sachen wirklich so relevant? Die Welt entwickelt sich, wir zerstören den Planeten so, die Wissenschaft aber ist immer noch so, ja, wir brauchen das alles im Zeichen der Wissenschaft und so. Wir beschäftigen uns eigentlich viel zu viel mit uns selbst, Mann. Mit uns Menschen so. Wir wollten einfach nur anfangen, von vornherein zu wissen, wer sind wir? Wir sind jetzt so ein Produkt, wir haben zum ersten Mal Zeit, um alles nachzudenken und Zeit hier zu sitzen, wenn die Sonne draußen scheint und so komische Techniken hier und Technologien, dass Leute uns irgendwann mal zuhören und so weiter. Vor 50 Jahren war das alles noch lange nicht der Fall so. Und da gab es Leute, die waren noch so beschäftigt mit Arbeit und es gab so viel Arbeit, weniger Beschäftigte. Also das war noch alles cool, das war so das Modell für die Zukunft. Aber dieses Modell ist schon lange im Arsch. Das gibt es schon seit den 90ern meiner Meinung nach nicht. Aber im Endeffekt haben wir echt komische Mechanismen und wir lassen es immer weiter darauf hinzulaufen. So. Und das ist so eigentlich eine grundsätzliche Sache, die mich so ankotzt, gerade auch dieses Gottspielen, weil wir eigentlich schon lange Gott spielen, ja, meiner Meinung nach. Und das ist halt schon allein die Hunderassen, wie wir uns die gezüchtet haben. Komm. So. Guck ein Chihuahua an und stell dir vor, dass dieses Tier von dem Wolf abstammt. Ja, das ist doch Fakt so. Was sagst du denn zu dem Schweine-Thema, Schweineherzen? Also ich finde, das ist so ein bisschen die Grenze. Also ich finde, nee, nicht die Grenze. Ich finde, da ist die Grenze eigentlich überschritten. Mhm. Dass man sagt, um irgendwann mal Menschenleben zu retten, riskieren wir jetzt Tierleben. Ich würde trotzdem... Das ist auch sehr schwierig. Ich würde im direkten Vergleich natürlich immer das Menschenleben bevorzugen zu dem Leben eines Tieres. Aus völlig rationalen Gründen würde ich jetzt tatsächlich sagen. Aber trotz allem finde ich das in dem Fall einfach unnormal. Also, ich frage mich halt so, du musst ja auch auf die Idee kommen. Ich meine, gut, die Welt ist die Welt und die Welt ist gebaut aus all diesen Molekülen und all diesen Dingen und die stecken halt überall drin so. Und die kann man halt zersetzen und wieder zusammenfügen und so. Das ist ja, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, meiner Meinung nach, weil das macht die Natur automatisch schon. Und jetzt hat die Natur aber so einen Handlanger, so einen verlängerten Finger, der halt wie so ein unkontrollierbares etwas halt wütet irgendwo, ne? Und die Natur wird sich halt wie eine große Mutter dann halt spüren lassen. Dann kommst du halt, kriegst du ja Hausverbot oder irgendwas. Also später, das heißt, du wirst ja halt den Planeten nicht verlassen können oder was weiß ich für eine Sachen. Wir werden uns auf jeden Fall ganz schön, also Klimawandel ist ja schon ein so ein Thema. Die Verdreckung der Meere ist das zweite Thema. Und dann die Verdreckung unserer Hirne, ja, durch den ganzen Entertainment-Schwachsinn, den es übergibt. Und natürlich der Körper. Also wir sind eigentlich schon ziemlich, also die Menschheit und der Mensch an sich ist eigentlich schon voll im Arsch so. Aber wir müssen halt gucken, dass wir das irgendwie, ob wir das in irgendwas irgendwann mal ummünzen, weil das Problem ist, wir werden halt immer mehr Menschen. Und es sind noch nicht mal so viele Menschen gestorben, wie wir aktuell also lebendige Menschen haben. Ja? In der ganzen Geschichte der Menschheit sind noch nicht so viele Menschen gestorben, wie aktuell leben.
Echt? Ja. Warte mal, das finde ich aber einen merkwürdigen Fakt. Was ist aber? Das würde ich ja mal nachlesen. Wir 7 Milliarden. Und jetzt rechne mal zurück, vor wie vielen Jahren? Vor 250 Jahren hat es, sage ich jetzt mal grob, 2 Milliarden gegeben oder weniger. Und vor aber wenn du auf die Menschheitsgeschichte zurückgehst, Jahren, wenn du dir das mal vorstellst, Menschen es haben mehr Menschen jetzt, bis leben jetzt gestorben. 7 Milliarden, also wenn vor, wie gesagt. Also das sind ja pro Generation sozusagen, oder sagen wir mal pro 3 Generationen waren sie mal weniger, aber das würde ja bedeuten, dass über so viele, viele, viele hunderte, tausende von Jahren. Ja, also echt, wie viele Millionen Menschen ich finde diese Information vor 15.000 Jahren? Alles zusammengerechnet, wie viele Menschen haben jemals auf der Erde gelebt? Warte mal, wir packen jetzt mal noch ein bisschen Musik auf die Playlist. Wir sind eh alle am Arsch und danach checken wir nochmal. Okay, aber da habe ich tatsächlich sogar einen guten Übergang, weil einer der Tracks auf dem im nächsten Block ist ein Wüstenplanet aus Star Wars. Ja, welcher ist es? Tatooine. Ein wunderbarer Song von Curse. Ich bin ein großer Curse-Fan. Ich war letzte Woche auf dem Konzert. Das war echt krass schön. Ich habe 3-mal geheult. Gutes Zeichen. Ja, und der Rest ist von dir, Josi. Ja, wir haben noch... Ich habe Max Herre mit Athen draufgepackt, weil der bringt jetzt im Herbst ein neues Album raus und das ist seine erste Single-Auskopplung. Und ich finde es so krass, ich weiß nicht, ob ihr den Song gehört habt, aber es ist... Noch nicht. Es ist so krass Tour, also abgesehen davon, dass er den Refrain singt, es ist so ein krasser Tour-Einschlag und ich bin ja eh Tour-Fan. Same. Und er hat Max Herre so ein bisschen zu seinem musikalischen Abbild gemacht, zumindest geil, für diesen Song. Und das Video ist so eine Hommage an Pink Floyd und mich berührt ja ganz wenig generell, aber dieses Video, da hatte ich ganz so eine unangenehme Gänsi. Weil mich das richtig krass berührt hat und das passiert so selten, aber das ist ein richtig guter Track, der ist 6 Minuten 30 und man kann ihn komplett... Wow, dann wird der also nicht auf Spotify gestreamt. Ich habe mir trotzdem in kompletter Länge gegeben, inklusive einem sehr, sehr schönen Video. Und wenn ich das sage, Leute, dann kann euch das auch berühren, also hört euch das an. Dann haben wir noch was von T9, Kanye West und noch was von deinem letzten Album mit Alfonso zusammen. Welcher Song? Nackt. Wenn wir schon vom Nackt hatten, so heute den ganzen Tag. Gut. Liebe Freunde, wir haben jetzt gerade in der Pause die spannenden Themen besprochen. Jetzt sind wir wieder zurück on air. Zu Gast ist Figup Braclevic. Ich habe am Wochenende, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, ich habe mit einem Booker über ganz weirde Rider-Wünsche gesprochen, so ja, Catering-Rider, ja. Weil also bei mir ist es ganz bescheiden, da steht jetzt nicht so viel drauf. Ich habe meinen Rider jetzt plastefrei gemacht. Nice. So, das möchte ich noch hinzufügen. Nicht nice. Aber sonst steht da auch nichts Krasses drauf, glaube ich. Aber es gibt ja echt so Künstler, die da die absurdesten Sachen draufschreiben. Ja, Mann, alleine als Plussi bei unserem Benefiz-Konzert gespielt hat und er einfach eine Hennessy-Flasche wollte. Aber er hat gesagt, das hätte nicht sein müssen. Das war einfach nur der Standard-Rider. Voll, das sind ja eigentlich Plussi auch nur die normalen Sachen. Ich erinnere mich, als ich noch mit Sixten auf Tour war und die einfach nur, weil sie nicht glauben konnten, dass wirklich alles dahingestellt wird, was sie bestellen, haben die halt massiv viele so Kinder-Pinguin und Kinder-Maxi-King und so. Das wurde eigentlich da gar nicht mehr so richtig verkauft, haben die sich da in die Kühlschränke stellen lassen. Und das kam auch alles. Krass. Und der Booker vom Wochenende meinte dann, er hat so ein Techno-Booking gemacht mit so einem Künstler und der wollte irgendwie eine ganz lokale Spezialität, was ganz Edles. Und da haben die dem irgendwie so einen eingelegten Hasenfuß geschenkt und so, weil die das auch so bescheuert fanden, einfach so einen sehr merkwürdigen, no way, so einen sehr merkwürdigen Wunsch. Tech Rider, so. Tech Rider ist ein Technical Rider, so. Nee, aber Catering, es gibt ja auch einen Catering, also ja, so einen Tour Rider. Natürlich, aber auch da, also ja, natürlich, man will haben, also ich finde es gut, dass man beschreibt, so, okay, bin ich Pescatarian, bin ich Vegetarian, bin ich vegan. Sicher, oder, ja, oder nicht. Solche Sachen so. Was steht denn bei dir drin? Bei mir steht immer eine Flasche Rum. Ist auf jeden Fall safe. Eine Flasche Rum. Ich trinke halt nicht viel Alkohol und auch nicht so viel durcheinander und so. Und Rum geht bei mir halt immer. Und da habe ich den teile ich mir dann meistens. Also auf jedem Gig muss getrunken werden? Wenig. Also ich teile Flasche Rum. Nee, ich trinke ja nicht eine Flasche Rum. Also man sieht mich auch nie betrunken. Das Problem ist, ich spiele oft so spät, ja, wie jetzt zum Beispiel in Nürnberg auch, dass ich um 2 Uhr nachts spiele und dann
dann kannst du dich halt nicht betrinken so. Und dann ist das halt blöd. Dann rauchst du die einen nach dem anderen rein und bist eigentlich schon voll müde. Oh nein. Und weil trinken geht nicht. Beim Rauchen geht's halt noch, aber trinken geht nicht. Kiffst also, du viel? Leider. Warum? Verdrängung wahrscheinlich und Beschäftigung und viel nicht ausbalanciert wahrscheinlich. Also ich denke, Quarzen ist für mich nicht zum, oh ja, ich mache geile Musik, ich so tolle Farben und sonstiges Zeug, sondern Quarzen ist für mich eine Sache, die ich irgendwann mal angefangen habe und bereue irgendwie. Bist also, du süchtig? Auch nicht, weil ich bin eher tabaksüchtig. Und ich glaube, ich habe früher Zigaretten geraucht und das habe ich wie einem Schlot getan und irgendwann wollte ich damit aufhören, auch mit Bong rauchen. Also habe ich das alles in ein Ding verlagert, nämlich den Joint. Und ich habe dann aber auch realisiert, dass ich halt irgendwann mal den Pegel hatte, so dass ich halt jetzt nicht eine ganze Schachtel Zigaretten in Joints, aber dass ich schon echt mal so manchmal meine 10 Joints am Tag rauche. So. Und das ist echt zu viel für mich. Weil wenn du so viel kommunizierst, wie ich es mache, mit Leuten, mein WhatsApp und alles, das rastet aus und du bist halt irgendwie, dann willst du halt irgendwann nicht. Und wenn das dann irgendwann so ein Rhythmus wird, dass du die ganze Zeit schon drauf guckst und dann so, oh, ein Rauchen, egal. Weißt was du mit so? CBD? Mag ich sehr, finde ich cool. Ich bin oft in der Schweiz und das Gefühl von CBD ist genau das Gefühl, was ich eigentlich will. Ich bin auch tatsächlich gesponsert von dieser Volcano Vaporizer-Geschichte von Storz und Bickel und so. Und ich habe da alle daheim, aber ich habe mich noch nicht durchgerungen, irgendwie den Tabak wegzulassen. Und ich merke, dass es nur im Tabak liegt, weil wenn ich kein Weed habe, so, dann kann ich 5 Wochen, 6 Wochen ohne und ich raste nicht aus, ich kann schlafen, alles. Wenn ich jetzt aber nur versuche, wie ich in L.A. mal probiert habe, nur Weed pur zu rauchen, nach 3-4 Tagen bin ich schlecht, kriege ich sogar schlechte Laune. Also Tabak ist, ach, der richtige, ist das richtige Gift. So. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht Einfluss auf deine Psyche hat? Also ja, voll. Es hat total Einfluss. Was also, fühlst du? Das ist auch eine gute Frage. Es wird Psychologiestunde hier. Was fühle ich? Also für mich ist es so, mein Antrieb ist definitiv besser. Also ich zur Zeit, wie jetzt auch zum Beispiel, ich habe heute noch keinen geraucht. Und ich finde es auch voll gut, weil zurzeit zwinge ich mich dazu, bewusst zu rauchen. Also auch zu sagen, okay, jetzt will ich oder jetzt habe ich mich belohnt oder ich habe erst was erledigt. Ich war auch noch nie so richtig der Wake-and-Bake-Typ, zum Glück, weil ich kriege auch noch echt viel geschissen so. Aber ich sehe es halt doch auch und selbst wenn der Wake-and-Bake-Typ oft so das Gefühl hat, er macht doch alles Mögliche, ist dann doch irgendwann so eine Art, wie nennt man das, wenn man halt so im Prinzip so, man nimmt gar nicht mehr richtig wahr, wie man eigentlich ist. Lethargisch? Lethargisch schon fast, aber es ist eher so, man hat so eine falsche Ansicht über sich selbst. Man ist halt in seinem Film irgendwie drin und ja. Was ich ja irgendwie so ein bisschen problematisch sehe, ist vor allem, wenn man etwas jünger ist und sehr, sehr viel und vor allem regelmäßig raucht, dass einfach die Psychosen, ja. Wahrscheinlichkeit im Alter um einen, ich glaube, 3- oder 4-faches erhöht ist. Wir haben auch schon mal in der Sendung drüber gesprochen. Ich habe schon mal den tatsächlichen Bericht darüber vorgelesen. Und ich würde das nicht leugnen, auf jeden Fall. Ich habe bestimmt mit Sicherheit irgendwo auch einen kleinen Knatsch so, oder Klatsch. Aber ich, was ich tue... Einen Klatsch haben heißt ja nicht, eine Psychose zu haben. Ja, genau. Also Psychose. Ich glaube nicht, dass ich eine Psychose hatte. Ich glaube, dass... weil ich habe Freunde erlebt, die Psychosen haben und hatten. Und das Stadium... Das, Da weiß ich halt, wenn ich morgens aufstehe, okay, das, so fühle ich mich nicht, das bin ich nicht und ich bin dann auch nicht so, ich habe schon hin und wieder mal so, aber das ist dann eher so, glaube ich, wenn ich mich unwohl fühle aufgrund der ganzen Sache, dann ist das auch echt nur, weil ich weiß, ich hänge meine Erwartung hinterher. Weißt du, aber so. Hast du nicht, also du, wenn du sagst, du bist ja über diese Risiken im Klaren, nicht das Gefühl, dass du dann sagst, okay, warum riskiere ich jetzt sowas fürs Kiffen? Weil ich sagen wir es so, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der, als ich jünger war, hatte ich extrem, ich kann halt irgendwie alles Mögliche irgendwie gefühlt nehmen. Das mache ich seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. 12 Jahre bestimmt nehme ich kein Kokain und keine solchen Sachen mehr. Und ich war aber auch immer schon jemand, der das halt so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich kann es so konsumieren und kann dann noch
Also ich mache das nicht zum Feiern oder so. Ich habe noch nie irgendwie Drogen geschmissen, um zu feiern. Noch nie in meinem Leben. Ich war entweder schon glücklich und ich mache irgendwelche coolen Sachen. Oder es hat irgendwas in Bezug. Oder wir sagen uns halt so, hey, wir nehmen Pilze, aber wir fahren halt da und dahin und wir machen dies und das. Und passen auf uns auf. Also machen so Magic Moments draus. Und nicht einfach random. Ich könnte nie in Berlin leben. Also ich bin so hergezogen und ich wollte halt hier nie so... so abkacken halt, weißt du, so eine Clubzeit haben, in der ich halt mich so wochenlang abschieße und dabei halt irgendwie so den Anschluss auch verlieren, so, davor hatte ich immer Angst, deswegen hatte ich irgendwas, was mich davor mal abgehalten hat, so exzessiver zu werden, und das Smoken ist halt so eine Sache, wo ich sag mal, es gibt so viele unterschiedliche Strains, ja, also Grassorten, sag ich jetzt mal auch, oder Haschisch, der so unterschiedlich wirkt. Und ich habe gemerkt, es gibt ein paar Sorten, die machen mich total behindert. Also im Sinne von, ich kann einfach da nicht arbeiten und so. Und fühle mich auch meistens vielleicht nicht wohl. Und wiederum geht es dann anders, dass du total entspannt ist und was dann dich sogar eher motiviert, weißt du. Also es kommt doch darauf an, es ist wie ein guter Wein oder so. Mhm. Und man muss halt aufpassen. Ich habe aber aktuell eine sehr große Debatte mit mir selbst. Und finde es nicht gut, wie ich mit mir umgehe. Also es ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch meinen Fans oder so zu sagen, so, hey, Hip-Hop hat mit Kiffen nichts zu tun, ja. So, Drogen haben mit Rap, mit Techno, mit irgendeiner Szene überhaupt nichts zu tun. Drogen haben was mit, wenn du es mal genauer nehmen willst, also jetzt das Weed vielleicht nicht, aber guck doch das jetzt mal so an. Jetzt gebe ich mal ein ganz anderes Beispiel, so eine ganz andere, wieder verrückte Geschichte aus meinem Kopf. Vor 1945 oder 44, oder sagen wir 45, sind hier richtig krasse Bomben gefallen und man hat die Stadt hier richtig zerbombt. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, also wie es wirklich hier ausgesehen hat, was für Energien. Aber das ganze Land, und das ist krass, diese Pervertin-Geschichte, nämlich Amphetamine und so, die Nazis erfunden haben, also alle moderne Droge, ja, von MDMA bis sonst was, Speed, Ecstasy und so weiter, das kommt ja alles aus dem selben Wirkstoff. Und der Wirkstoff ist erzielt und gefunden worden von den Nazis und auch eingesetzt worden in Deutschland für Hausfrauen, für alle. Das heißt, das ganze Land war für 6-7 Jahre, länger noch, ultimativ auf Drogen. Ja? Das habe ich noch nie gehört. Pervertin. Google mal. Pervertin. Okay. Die Pille, die Panzerschokolade der Wehrmacht. Aha. Später haben, und die USA hat das ja dann später mehr oder weniger kopiert mit LSD dann. Totale Fehler in den Vietnamkrieg und so. Die haben im Endeffekt eine eigene, die haben das Pervertin. Pervertin war von den Tremblwerken, ich glaube hier um Berlin herum. So eine Volksdroge sozusagen. Eine Volksdroge. Das war im Prinzip, man hatte Amphetamin für die Hausfrau gehabt. So. Und die Leute waren, und beim Krieg, und man hat, warum hat der Blitzkrieg, was ist der Blitzkrieg? Der Blitzkrieg ist, dass die Deutschen halt in 7 Tagen mit 40.000 Panzern und 1 Million Menschen sich nach vorne bewegen in ein anderes Land und einfach mal alles abrennen. So. Mhm. Die waren einfach zu schnell. Ja? Und da musst du das mal reinziehen. Und jetzt ist noch krasser, dass die Pervertin, die wurden beim Bundeswehr noch bis 1989 eingesetzt. Bei der westdeutschen Bundeswehr. Also die waren ständig auf irgendwelchen Pillen oder man hat ständig auf diese Pillen zurückgegriffen. Da gibt es so krasse Dokus, was zum Teil Leute testen mussten, so in so einem Ein-Mann-U-Boot. Krankeste Scheiße, wo sie halt nicht, wo das U-Boot eigentlich nur per Motor, also per Hand betrieben wird, wo du 2 Wochen unter Wasser sein musst, damit du im Endeffekt nicht schläfst, ja, und so eine Sache, da kannst du kurz mal pennen, aber wenn du schläfst, dann kriegst du keinen Sauerstoff mehr, sowas. Und dann müssen die halt wach sein, damit die halt 2 Torpedos eventuell irgendwann noch im letzten Nachkriegstagen auf irgendeiner oder in den letzten Tagen des Krieges auf irgendein Schiff schießen. So eine Scheiße, Alter. So eine Scheiße haben die abgezogen. Und der Punkt ist, dass die Leute heute auch wieder zu den gleichen Klängen seit 30, 40 Jahren, sage ich jetzt mal, zu den gleichen Klängen und zu den Lichtern, so wie das hier damals ja, dass die Leute sich dazu immer noch einen reinfeiern, also wie so eine Art Second Generation After War, weißt du, so Verarbeitung wieder. Das ist eine krasse Theorie auf Großeltern, jeden Fall. Ich bin ja eher wie mein Großvater, weil meine Mutter mochte vielleicht nicht, wie mein Großvater ist, also versucht sie es zu verhindern und lässt mich gleichzeitig wiederum so sein wie mein Großvater, weil sie da ihre Ängste wieder auf mich projiziert. Ja? Und so ungefähr kann man sich das meiner Meinung nach vorstellen. Und so ähnlich ist es dann auch mit unserer Gesellschaft. Und ich finde, das ist eine krasse These natürlich und das ist eine Sache, die ich mir so eher zusammenreime, wenn ich mir so den Vibe vorstelle irgendwie, aber es ist halt Fakt irgendwie auch, dass die Leute zu solchen Klängen halt sich hardcore hier immer noch diese, weil in unserer westlichen Welt sind das die Drogen, ja, die Nummer 1 Drogen und so. Aber das eine ist ja
Traumata-Bewältigung wahrscheinlich auch oder also Leistungsdruck. Und das andere ist ja, sich zu einer Musik verlieren, die halt einfach so gleich rhythmisch. Ja, ja, aber das Motiv ist doch eigentlich, das Motiv ist sehr geil. Es ist ja eher das Gefühl, was in einem, dass wir, also uns, ganz Deutschland war einfach mal, sagen wir nicht ganz, ganz, aber so ziemlich fast mal jeder hat irgendwie so eine Pervertinpille mal geschluckt und die meisten haben das so krass süchtig, die waren süchtig. Da guckt es euch an, gebt euch das mal. Krass, gebe ich mir auf jeden Fall. Aber ein Fakt, den du gerade gebracht hast vor dem letzten Blog, den wir gecheckt haben. Ey, das checke ich nochmal. Falscher Fakt, Süddeutsche Zeitung sagt falscher Fakt. Süddeutsche, ich rufe die Süddeutsche mal an. auf der Welt haben bis jetzt grob geschätzt 108 Milliarden Menschen gelebt und das sind, was jetzt davon lebt, sind 7%. Das heißt, es passt nicht ganz, was Sie da gesagt haben. Ja, aber dann gucken wir mal. Senior, ich bin jetzt ein Verschwörungstheoretiker. Das check ich mal aus, warum ich da was Falsches sage. Ich würde gerne noch ein bisschen Musik auf die Playlist packen. Wir sind ja hier euer Musikpodcast. du hast noch einen Wunsch mitgebracht von Reggie Snow. Yeah. Aus dem Album 2017 kam das, glaube ich. Mhm. Welcher Song hast Crooked du? Crooked Cops. Warum? Was magst du an dem Künstler einmal an dem Song? Ich finde Reggie Snow krass. Auch das Feature ist krass. Der Beat ist übertrieben krass. Die ganze Produktion, das ist sowas, wo ich als Oldschooler mir reinziehen kann und sagen kann, damn, das ist geile Mucke. Das ist modern. Es hat Killer Flows. Es ist einfach mega. Und es hat eine Aussage. Und der Track ist... auch so finde ich, gerade weil Amerika ist ja auch immer so der große Vater von Hip-Hop für uns alle und so weiter. Und ich finde, da ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch mal einen Song gemacht mit Epidemic oder mit Hex One über diesen, wie heißt der nochmal? Trayvon Martin, glaube ich. Ja. Oder war es ein anderer? Auf jeden Fall einer der Jungs, der halt da irgendwie auch fälschlicherweise festgenommen wurde und dann im Knast später sich umgebracht hat und so. Nachdem er 3 Jahre fälschlicherweise im Knast war und da immer geschlagen wurde. Mit 16 und so. Und diese Sachen sind halt sehr, das ist auf jeden Fall das Hauptthema in Amerika, die Geschichte zwischen der Minority White, ja, gegen den Rest der Welt sozusagen. Ich finde, da muss man auf jeden Fall, wenn man da irgendwas versucht irgendwie zu bewegen oder so, dann finde ich, sind es dann solche Songs, die auf jeden Fall polarisieren, sag ich jetzt mal. Der Song hat mich direkt gecatcht und wie du es gesagt hast, dieses Mini-Animation in dem Video sagt schon mal alles, weißt du? Ja. Und umso älter ich werde, umso mehr muss ich wirklich sagen, auch wenn wir in Deutschland, und ich gehe jetzt mal nur von Deutschland, Schweiz und Österreich aus, haben wir sehr humane Polizisten noch immer. Also unabhängig von dem, was hier auch passieren kann, aber hier wirst du nicht sofort mit dem Knüppel immer gleich geboxt oder sowas, ne? Ja. Also zumindest, wenn du angehalten wirst, musst du nicht, ist dein erster Gedanke nicht, dass du vielleicht stirbst. Zum Beispiel, genau. Jetzt, ja. Also da haben wir, sind wir sehr sensibel. Polizeibrutalität und in der Polizei vorkommender Rassismus trotzdem ein riesengroßes Problem. Weltweit. Ganz, also weltweit. Aber auch in Deutschland immer noch ein großes Problem, auch immer wieder gesehen und so weiter. Aber ey, wir waren beim Thema Musik. Josi, was haben wir noch auf der Playlist? Wir haben noch was vom aktuellen Denzel Curry Album, Automatic. Ganzes Album kann ich auf jeden Fall empfehlen, zu heißt das. Dann natürlich was vom neuen Skepta Album. Der Track Bullet from a Gun und das ist ein ganz spannendes Video, also spannend im Sinne von, ich fand's spannend, der sitzt einfach nur 3,5 Minuten in Kempten in der U-Bahn mit so einem Babybucket und es passieren halt einfach so viele kleine Geschichten um ihn rum. Was ist ein Babybucket? So ein Kinderwagen. Ah. Genau, es ist halt nur ein Shot, das ganze Musikvideo. Aha. Genau, und dann noch was von Suicide Boys, die haben was mit Travis Barker zusammen gemacht. Das ist ja der Drummer von Blink 182 und er hatte mal mit DJ AM diesen krassen Flugzeugabsturz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber DJ AM, der ist ja so ein übelst, also ich habe mal so eine Doku über ihn gesehen, seitdem war ich da voll fasziniert von ihm. Der ist so ein Pionier, so ein DJ-Pionier für so Mashups und keine Ahnung, hat er erstmals so ein Rockstar-Dasein als DJ-Genossen. Und der hatte auch so ein übelst krasses Leben und hatte übelst viele Dinge überlebt, unter anderem auch diesen Flugzeugabsturz mit Travis Barker zusammen, der da auch zufällig mit drin saß, beide so voll schwer verletzt und so. Was? Und eigentlich wollte ich nur einen Song von dem auf die Playlist packen, Aliens Are Ghosts heißt der. Und ich glaube, das war's schon an Songs. Das war's, genau. Das war's nicht nur an Songs, das war's nämlich auch mit der Sendung. Ich will euch alle darauf hinweisen, dass am 24.05. Figo Braclewicz mit Alfonso Analog Slang mit rausgebracht hat. Yes. Und das könnt ihr euch kaufen.
Kauft es euch, streamt es von mir aus auch. Es ist auch eine neue Platte, Slice of Paradise. Es gibt voll viele Sachen, die ich bald rausbringe. Wo bist du denn in nächster Zeit? Wo spielst du in nächster Zeit? Ich spiele auf dem Blend Festival. Auf jeden Fall, das ist in Frankfurt. Das ist so das nächstgrößere. Ich bin auf dem Royal Arena Festival in Biel. In der Schweiz, ja. Genau. Ich bin auf dem Hip-Hop Camp wieder. Ich spiele also eigentlich einige Festivals. Und, können deine Fans Fotos mit dir machen? Sie dürfen alles mit mir machen. Ich bin einer der zugänglichsten Künstler, würde ich wahrscheinlich sagen, aller Zeiten. So, wirklich? Ja. Das ist nice. So, dieses ganze Fame-Gehabe interessiert mich. Aber vielleicht, okay, das Fame-Gehabe kommt vielleicht irgendwann mal mit diesem, wenn du nicht mal mehr in Ruhe in Eis essen gehen kannst, dann fängst du bestimmt auch an mit dem Fame-Gehabe. Okay, aber ich glaube, den Fame, also den, deswegen bin ich auch nicht Rapper oder sowas, den Fame aber will ich gar nicht. Aber du kannst auch rappen, ne? Natürlich. Ich hab sogar tatsächlich. Ich bin der krasseste Rapper Deutschlands. Ich bin wirklich einer der krassesten. Ich habe nur keine Ahnung. Ich habe ja noch nie irgendwas aufgenommen. Nein, Quatsch. Aber ich habe tatsächlich gerade vor, mal zu schreiben und zu gucken, was passiert, weil ich habe wieder Dexty gesehen und ein paar andere Jungs so. Ja. Und der hat auch zu mir gesagt: Ja, wieso rappst du da eigentlich nicht? Weil ich ja auch dann wieder gerappt habe an dem Abend so. Und dann kommen die Leute auch: Mann, du Freestyle ist ja voll krass. Und da. Und irgendwie macht alle deine schon Freunde an. So dumm. Ja, sie reden immer alle so. Ich mache Leute immer gern einfach nach, so aus dem Off, weißt du, so Stimmen, damit es so ein bisschen anders wirkt, als würde ich jetzt weiterreden. Ich habe letztens nicht, was Dummes mache. Bei mir entdeckt. Das mache ich aber echt immer, schon immer so, sorry. Ich sag manchmal so, was Tiere denken können, so auf richtig dumm. Ich gehe so durch den Park und sag zu meinem Begleiter oder meiner Begleiterin irgendwie, was der Hund gerade denken könnte. Oh, Frisbee, hey, den fange ich oder so. Okay. Das ist sau dumm. Also so weird bin ich dann auch nicht. Ich lieb's. Wir unbedingt zusammen in den Zoo gehen. Ja, ganz ehrlich. Oh, Gott. Shit. Ich kann dir alle Gespräche erzählen. Großartig. Oh, shit. Großartig. Am besten Freunde. Noch um die Serengeti, ey. Das war, glaube ich, das erste Interview, wo mit Figup überhaupt nicht über seine Musik und so gesprochen. Also wir haben ja nicht überhaupt gut. Nicht, aber ey, ich würde so gerne noch so ein bisschen was über dein Producing-Dasein wissen und so, aber ich quatsche dich einfach bei deinem nächsten Gig nochmal an. Natürlich. Wir sind in 2 Wochen wieder da, hört unsere Playlist auf allen möglichen Portalen. Lin, Figup. Google mal Nacktmull. Ja. Oder ein Sternmull. Was, und dann? Dann will ich wissen, was sie dazu denkt, was ach der so. Denken könnte. Achso, okay, Josi. Nee, ich muss den, der muss schon was ach passieren. Der muss schon mit anderen Nacktmullen spielen, damit ich weiß, wie die so viben. Und der Nacktmull denkt dann so, oh, ein Nacktmull. Das ist, wenn Nacktmull und Sternmull sich treffen. Naja, hey Leute, auf jeden Fall einen schönen Abend euch noch. Vielen Dank, ne? Dass du da warst, war sehr schön. Danke. Und bis hoffentlich ganz bald. Yes. Tschüss.